Hi, ich bin der Zankl und heute stelle ich euch die 7-Pod Brainstrain vor. Aber ich möchte nicht. So eine der Ur-7-Pods. Der Name Brainstrain kommt übrigens vom Aussehen der Chili, weil sie so, ja, so Furchen hat, die ausschauen wie Gehirnwindungen ist. Und deswegen hat die den Namen. Ist auch irgendwo unter den Top 10 der schärfsten Chilis. Und schneide ich mir jetzt einen Schaber runter. Ja, das schaut noch ein schönes Stück aus. Trieft innen auch quasi. Hat sogar so einen leicht rauchigen Geruch. Bin ganz nervös. Ja, hilft nichts. Let's go. Ich will nicht weiterkauen. Kack. Es rollt gerade noch so richtig aus. Brennt auf der Zunge. Wie die Hölle. Geht jetzt gerade den Hals runter, aber die Zunge bleibt trotzdem. Könnte passieren, dass ich gleich sauber. Geschmack ist ein bisschen weird. Aha, diese Capsicum-Kinense. Speichelproduktion, wie ich sie schon lange nicht mehr hatte. Komm beim Schlucken gar nicht hinterher. Nein, wir sind so bei Spitze 1,3 Millionen. 1,35 Millionen. Herkunftsland Trinidad. Die haben schon echt gute Sachen da. Lässt langsam ein bisschen nach. Und gefühlt ist mein ganzer Kopf brennt innen. Zieht auch leicht Richtung Ohr schon. Also kann ich wirklich nicht empfehlen, wenn das kleine Stück schon so viel Krawall macht. Wir haben an der Pflanze relativ kleine, unscheinbare weiße Blüten, im Gegensatz zu den grasdunkelroten Früchten, die ihr bei mir schon gesehen habt. Also so diese Einstülpung haben, schon irgendwie ein bisschen Richtung Skorpion gehen. Dementsprechend viel Capsaicin natürlich auch drin ist, weil die Fläche. Wir haben somit 26 bis 30 Grad, eine relativ hohe Keimtemperatur, also ist ohne Treibhaus schon relativ schwierig. Ist aber halt schon auch schärfetechnisch und dingstechnisch schon eine relative High-End-Pflanze. Wie ihr seht, die trägt relativ viel, also sehr ergiebig. Wuchshöhe, glaube ich, war unter dem Meter, aber dafür relativ buschig. Geschmack, bisschen seltsam, aber schon fruchtig irgendwie. Leicht rauchig tatsächlich. Weiß nicht, wie sie das in die Chili reinbringen. Hat auch ein bisschen was Herbes drin irgendwie. Also benutzen würde ich sie hauptsächlich als Pulver, weil das alles andere wäre fahrlässig. Macht richtig Kopf leer, Nase frei. Chili High ist definitiv am Start. Der Rübs hat gebrannt. Das sind Fusseln über dem Joghurt. Das nehmen wir mit rein. Nein! Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert, liked, kommentiert. Bleibt dran für weitere Vorstellungsvideos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Ciao.